Hallo und herzlich willkommen. Da mich schon einige darauf angesprochen haben, dass ich auch ein paar Videos auf Deutsch machen sollte, habe ich mir überlegt, dass ich euch ein paar Tricks zeige, die euch schneller machen in absoluter Racing. Bevor wir loslegen, liked und abonniert meinen Kanal, ebenso verteilt es an Freunde, die absoluter spielen oder spielen wollen. Bei Autos, die viel Downforce haben, wie zum Beispiel dieser Advanced Supra hier, macht Fahrwerk extrem viel aus, und zwar die Fahrwerkhöhe. Wie ihr hier seht, ganz tiefer gelegt, also 5,5, senkt die Geschwindigkeit enorm. Jetzt stellen wir es mal auf 13 cm und schauen, was passiert. Wir starten wieder exakt von gleicher Stelle und beobachten mal die Geschwindigkeit. Wie ihr seht, bleibt die gleich. Gute 17 km/h Unterschied nur durch Fahrwerk. Auch da gibt es einen Trick. Links im kleinen Video seht ihr, wie das Auto normal fährt und wie es ist, wenn man diese Schlangentechnik benutzt. Da braucht es ein bisschen Technik und Übung, aber wie ihr seht, müsst ihr einfach links und rechts bewegen. Und auch hier ein enormer Unterschied. Hier geht es um Allradautos in Kurven. Und zwar, wie ihr seht, ohne Kupplung sinkt die Drehzahl und das Auto untersteuert extrem. Auch hier sieht man es unter 4000 Touren. Und nun mit der Kupplung seht ihr, dass das Auto sich dreht und die Geschwindigkeit beibehält und gleichzeitig auch die Drehzahl nicht sinkt. Wir fahren mal mit 0 Traktionskontrolle und sehen, was die Höchstgeschwindigkeit ist. Und bei Traktionskontrolle gibt es da eine Grenze, und zwar so um die 1 herum. Bis dorthin ändert sich genau gar nichts an der Geschwindigkeit. Ab 1,1 und drüber wird das Auto dann deutlich langsamer.
da wie ihr seht mit Traktionskontrolle 0,9 254 mph. Danke, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen schneller zu werden.